Ich habe ja bereits deutlich gemacht, dass gerade mit Blick auf die Frage der Freilassung der Geiseln unterschiedliche Akteure, auch Katar, in der Region eine wichtige Rolle spielen müssen, weil sie Gesprächskanäle haben, die wir nicht haben. Und all das wird Thema auch bei dem Besuch des Emirs hier in Berlin dann sein.